Eine Schieblehre ist ein sehr wichtiges Instrument zur Messung, was das genau ist, wie es funktioniert in diesem Video. Anhand dieser Schieblehre möchte ich gerne demonstrieren, wie man damit, ja, was kann man eigentlich damit messen? Dazu habe ich ein Beispiel. Das ist so ein kleines Werkstück aus Kupfer. Und was kann ich denn jetzt messen? Genau, ich kann jetzt zum Beispiel hier den Durchmesser, den Außendurchmesser messen. Und wenn ich das tue, habe ich jetzt hier so eine interessante Skala. Und zwar gucke ich hier bei der 0, das ist meine erste Ziffer. Nonius nennt man das. Da habe ich praktisch 8, irgendwas. Und das Komma kann ich hier ablesen. Und zwar suche ich den Strich, der am besten mit dem Strich oben drüber übereinstimmt. Und ich würde sagen, das ist so ungefähr die 7. Also 8,7. Das heißt, ich kann nicht nur auf Millimeter, sondern auf Zehntel Millimeter genau messen. Gut, bei dem Plastikding, bei einer höherwertigen geht das bestimmt besser. Aber ich kann nicht nur den Außendurchmesser, sondern hier oben habe ich die Möglichkeit, auch den Innendurchmesser zu bestimmen. Das heißt, indem ich hier, das war das, man sieht, so, und jetzt kann ich ablesen. Dann hat das Gerät hier hinten, da kommt sowas raus. Damit kann ich zum Beispiel messen, wie tief etwas ist. Das heißt, ich könnte jetzt mein Werkstück hier hinstellen, hier vorne hinstellen, das hier oben draufsetzen und das so weit runterschieben, bis ja, bis ich halt unten auf dem Boden ankomme und das kann ich ablesen und weiß, wie tief etwas ist. Gut, das könnte man natürlich sagen, das hätte ich auch hier einfach so dazwischen tun können. Aber was ist, wenn ich zum Beispiel die Tiefe des Reifens, also des Profils, des Reifenprofils messen möchte, dann ist das hier eine ganz schicke Sache und kann damit bewerkstelligt werden. Soweit die mechanische Variante. Jetzt schauen wir uns mal die digitale Variante an. Die digitale Variante, ja, da kann ich es einfach ablesen. Das ist recht praktisch, führt aber zu der spannenden Frage: Wie machen die denn das? So, und jetzt ist die Frage aller Fragen. Ich habe recht gehabt. Das ist nur ein Aufkleber. Aufkleber kann man abmachen. Und hier sind Schrauben. Naja. Dann schauen wir mal, ob wir die Schrauben hier rausbekommen. Da, erste Schraube, zweite Schraube, dritte Schraube, und vierte Schraube. Ja. Dann okay, das ist nur so eine Führung. Hier oben ist eine Feder, die das festhält. Soweit ist noch nicht sehr spannend. So, jetzt gucken wir hier mal rein. Und das ist, ein bisschen näher halten, das ist doch relativ spannend.
Das heißt, der tastet das hier irgendwie ab. Das sind lauter kleine Kontakte. Und je nachdem, wo sich das Ding befindet, wird der ein oder andere Kontakt geschlossen oder eben auch nicht. Und wenn ich mir den Aufkleber dazu angucke, Resolution 0,1 Millimeter und ja, Genauigkeit 0,1 Millimeter, genauso wie die mechanische auch. Und da wird irgendeine Auswerteelektronik drin sitzen, die dann das Ganze entsprechend umrechnet. Und er kann halt erkennen, wo er entsprechend ist, anhand der Kontakte, die hier entweder geschlossen oder auch nicht geschlossen sind. Ja, spannende Geschichte. Gut, dann bauen wir es wieder zusammen. Und so, zack. Schräubchen wieder fest. Ja, spannende Technik. Hat natürlich einen Vorteil. Das ist relativ genau, also 0. Das heißt jetzt 0. Und wenn ich jetzt hier drüber fahre, weiß der ganz genau, wo er ist. Ja, zum Vergleich. Das war die mechanische Variante. Beides funktioniert hervorragend. Nur man muss ein bisschen Geld investieren. Also, wie gesagt, so ein Plastik-Dings da, was schon wackelt, damit wird man nicht genau messen können. Also, man sollte schon, wenn man sich Messwerkzeug kauft, da sich ordentliches Material besorgen, dann kann man auch gut und genau messen. Aber prinzipiell, wenn man weiß, wie dieser Nonius funktioniert, kann man hiermit sehr genau messen. Wobei der hier sogar eine Genauigkeit von 0,05 Millimeter angibt. Das ist sogar ein bisschen genauer als die elektronische Variante. Und wenn, wie gesagt, das jetzt eine hochwertige aus Metall gewesen wäre, hätte ich das gut und gerne geglaubt. Ja, soweit so gut. Das war die Schieblehre. Der älteste Fund einer entsprechenden Schieblehre, beziehungsweise die damalige konnte nur die Außenmessung, war aus Holz und stammt von einem Schiff, das im 6. Jahrhundert vor Christus vor der italienischen Küste gesunken ist. Schauen wir uns den Nonius nochmal genauer an. 0,05 Millimeter, das ist die Genauigkeit, die ich damit hinkriegen kann, und das ist sehr erstaunlich. Mein Messstück wird dazu eingespannt. Ich gucke nach der 0, 2,4 lese ich ab. Wo stimmen die Striche überein? Bei der 7 macht 2,47 Zentimeter.